Was war passiert? Ein Mann ohne Schlips und Kragen hatte Glas gekaut. Ja, moin moin, hier bei Arnold erklärt und Respekt, dass du schon wieder lernst. In diesem Video geht's um meine Lieblingsparabel, nämlich Erich Kästners Spuk in Genf. Du hörst richtig, Erich Kästner. Das ist der Autor, der besser eigentlich bekannt ist für diverse Kinderbücher, aber seine Vielseitigkeit beweist er unter anderem in dieser Parabel, die wir uns heute interpretierend, analysierend anschauen. Betrachten wir den Duden, so gibt es hier drei Bedeutungen im Wesentlichen. Man unterscheidet zwischen Geistererscheinungen, Spukgestalten, Gespenstern und einem Geschehen, das so schrecklich, so ungeheuerlich ist, dass es unwirklich anmutet. Wenn wir uns den Spuk als ein Schema von der Wirkung her anschauen, uns also klar machen, dass der Spuk immer an eine Erscheinung gebunden ist, die visuell, auditiv an unsere Sinne gebunden auf uns wirkt und bei uns eine Reaktion auslöst, so sehe das wie folgt aus. Am Beispiel erklärt, links hätte man also zum Beispiel ein Geräusch, das unheimlich anmutet. Und das Ganze löst bei uns als Rezipienten dann vielleicht eine Schockstarre aus oder eine Frage, was denn hier im Einzelnen geschieht. Jetzt heißt die zu interpretierende Parabel Spuk in Genf. Wenn wir den Fokus erstmal auf den Spuk legen, so legen wir im eigentlichen Sinne den Fokus erstmal auf den Titel. Und die Assoziationen und Erwartungen, die der Titel bei uns erzeugt, sind häufig brauchbar zu nutzen bei jedweder Prosa-Interpretation. Notiere dir ja also bereits zum Titel deine Erwartungen, sodass du in der späteren Lektüre deine Erwartungen mit dem tatsächlichen Text vergleichen kannst. Mit Spuk assoziieren wir meistens ein Treiben, das in der Nacht, vielleicht bei Vollmond stattfindet. Man hört düstere Geräusche, ist im Ungewissen, hat schiere Panik, so ein Gefühl zwischen Angst und Ungewissheit und auf einmal ein Gespenst, eine Geistererscheinung oder etwas anderes erscheint. Lies nun den Text Spuk in Genf und unterstreiche dir Dinge, die im Text mit Spuk assoziierbar sind. Die Assoziationen aus dem Titel Spuk treffen nur bedingt zu. Nehmen wir das Wirkungsschema des Spuks ernst, so haben wir hier zwar durchaus im Text einige Rezipienten, die erschrocken, panisch und ängstlich erscheinen, doch im Eigentlich fehlt uns das Gespenst. So, um nochmal auf die Duden-Definition zurückzugreifen, gibt es eigentlich nur eine Spukerscheinung oder eine Spukerklärung, die wir hier in Betracht ziehen können, nämlich das Geschehen, das so schrecklich, so ungeheuerlich ist, dass es unwirklich anmutet. Ja, auf den ersten Blick merkwürdig erscheint, dass diese Erscheinung jetzt ein braungebrannter, muskulöser Hafenarbeiter ist. Was es damit auf sich hat und was Kästner hiermit zum Ausdruck bringen will, gibt es im Folgenden noch einige Ideen dazu. Betrachten wir einige Textstellen, um die Kurzgeschichte zu analysieren und zu interpretieren. In einer Sommernacht dieses Jahres geschah am Quai du Mont Blanc in Genf, wenige Schritte vom Völkerbundpalast entfernt, vor dem Kaffeehaus La Régence etwas recht Merkwürdiges. Knapp vor Mitternacht saßen an den Tischen, die auf dem Trottoir stehen, viele elegante Gäste und tranken vor dem Zubettgehen noch irgendwelche eisigen Getränke. Wie bei jedem guten Spuk hat auch Kästner darauf Wert gelegt, dass das Setting stimmt. Wir sind hier kurz vor Mitternacht, also einer Geisterstunde, wie man so schön sagen kann. Gleichzeitig mag der Schauplatz aber verwundern, da es sich hier offensichtlich um die Szenerie handelt, in der eine wohlbetuchte Gesellschaft gerade ihre Amüsements in Freizeit genießt. Die überwiegende Verwendung von französischen Begriffen soll den eleganten Charakter der Gesellschaft, die sich mondän verhält, unterstreichen. Gleichzeitig merkt man am Habitus der Gesellschaft, die hier elegant sind und vor dem zu Bett gehen, noch ein Getränk genießen, dass es Menschen sind, deren Geldbeutel wohl gut gefüllt ist und die vom Leben wenig Schweres bislang erwarten könnten. Jetzt ist der entscheidende Kniff, den Kästner wagt, dass er diese wohlbetuchte Gesellschaft kontrastiert mit dem, was man als Spukmoment in der Parabel bezeichnen kann. Da stand plötzlich ein Hafenarbeiter mitten auf der Straße. Braungebrannt sah er aus und muskulös. Statt des Hemds trug er ein verschossen violettes Trikot ohne Ärmel und statt des Gürtels eine breite, schmutzig-rote Schärpe. Ja,
Hier gibt es mehrere sprachliche Auffälligkeiten. Die Plötzlichkeit unterstreicht nochmal das, was wir klassisch sozusagen als mediale Zitate zum Spuk hinzufügen würden. Also eine Spukerscheinung muss plötzlich erscheinen, muss irgendwo disruptiv auf das wirken, was bisher geschah. Nur ist eben die konkrete Ausgestaltung der Gestalt verwunderlich, weil es sich eben um eine andere soziale Schicht handelt, die hier auftritt. Die wohlhabende, wohlbetuchte Genfer Gesellschaft wird hier kontrastiert mit dem einfachen Hafenarbeiter. Und wenn bei euch jetzt sozusagen hier das typische Karl-S-Bild des Fitnessstudio-Prolls aufblitzt, dann sei euch gesagt, dass am Anfang des 20. Jahrhunderts natürlich kein Solarium und kein Fitnessstudio hier die Gestalt dieses Mannes prägen, sondern einfache, ehrliche Arbeit wohl draußen an der frischen Luft mit entsprechender Sonneneinstrahlung. Auch seine Kleidung und die Wortwiederholung Stadt zeigt schon, dass er absticht von der Gesellschaft und hierdurch zumindest auffällig wird. Der Erzähler lässt uns im Folgenden daran teilhaben, wie die wohlhabende Gesellschaft auf den Hafenarbeiter reagiert. Eine elegant gekleidete schwarzhafte Amerikanerin, in deren Nähe er stand, schrie auf und wurde blass. Ihre Nachbarin drückte sich eilig das Taschentuch vor den Mund. Ein paar Gäste erhoben sich, stießen die Stühle zurück und liefen fort. Auch hier wieder sehr spannend, wie Kästner damit spielt, dass wir ein klassisches Setting haben, in dem ein Gespenst auftritt und praktisch die Gestalt des Hafenarbeiters in dieses Setting hineintransportiert. Dadurch entsteht ein merkwürdiger und komischer Effekt. Und wir merken auch hier vielleicht schon ansatzweise, dass Kästner einen gewissen ironischen Blick auf die wohlbetuchte Gesellschaft wirkt, die hier völlig übertrieben reagiert, nur angesichts dessen, dass sie hier gerade mit dem einfachen Proletariat verknüpft wird. Auffällig ist auch, dass die Reaktion der Gesellschaft verschiedene Phasen durchläuft. Man könnte fast schon von Phasen der Traumabewältigung sprechen. Zunächst eben diesen tiefbleibenden Schock, der teilweise bei manchen zu Flucht oder zu Entsetzen führt. So eine Art rationaler Versuch, das Ganze irgendwie zu klären. Auch hier besonders, dass der weißhaarige Franzose nicht mit dem Hafenarbeiter das Gespräch sucht, sondern mit dem Geschäftsführer des Etablissements, in dem er gerade seinen Kaffeeglas nimmt, sodass eben auch hier deutlich wird, dass zwischen den unterschiedlichen gesellschaftlichen Kasten sozusagen kein direkter Austausch stattfindet und dass das vielleicht das entfremdende Moment ist, das hier den Spuk kennzeichnet. Schlussendlich muss man sagen, ist die Gesellschaft regelrecht traumatisiert, da ihre gängigen kulturellen Riten und ihre Gewohnheit, mit den Dingen umzugehen, hier bei dem Hafenarbeiter nicht wirkt. Dieser zerkaut nämlich Glas und dieses Glas scheint ihm auch keinen Schaden zuzufügen. Er ist buchstäblich robust und kommt hier nicht zu Schaden, wohingegen die wohlbetuchte Gesellschaft durchaus fragil ist und eben in Anspielung auf das Glas leicht brüchig geht. So könnte man sagen, symbolisch davon sprechen, dass der Hafenarbeiter in dem Moment, in dem er das Glas zerbeißt, eigentlich die brüchige soziale Ordnung der Oberschicht hier durch einen einfachen Eingriff unterminiert und kollabieren lässt. Würde man das Ganze jetzt mit einer Gedankenfigur von Nassim Taleb in seinem Buch Antifragilität nochmal untermauern, dann wäre es so, dass man sagen müsste, die Gesellschaft, die dem Hafenarbeiter begegnet, ist fragil, sie zerbricht bei Schadeinfluss. Der Hafenarbeiter, der den Schadeinfluss für die Gesellschaft markiert, ist robust, das heißt, ihm kann kein Schaden zugefügt werden. Und bei Taleb gibt es sozusagen noch das, was darüber hinausgeht, nämlich das Antifragile, das, wenn es Schaden nimmt, sogar noch besser wird und nicht zerbricht. Das Antifragile fehlt der Gesellschaft hier. Ein Beispiel für das Antifragile wäre zum Beispiel die Hydra, der man einen Kopf abschlägt und der im Folgenden zwei Köpfe wachsen. Im Folgenden kommt es zu einer Art von Erpressungsmanöver, zumindest wird es so tituliert. Und das Ganze läuft so ab, dass der Hafenarbeiter durch die Reihen geht mit einer leeren Zuckerdose und hier Geld einkassiert. Besonders auch hier die sprachliche Gestaltung. Er bat nicht, er dankte nicht, er verließ keinen Tisch, bis man ihm nicht Geld gegeben hatte. Der Parallelismus, hier Subjekt, Prädikat, Subjekt, Prädikat, Subjekt, Prädikat, lässt so ein bisschen an den klassischen Ausspruch des Cäsars denken, er kam, sah und siegte. Er macht nämlich nicht das, was die Kultur von ihm verlangt, er bittet nicht, er dankt nicht und er nimmt einfach das Geld. Also er verstößt praktisch gegen alle kulturellen Rituale, die sich somit als zutiefst brüchig erweisen.
Aufschlussreich ist auch ein Abschnitt, den man gegen Ende der Parabel sieht. Als er genug hatte, stellte er die Dose beiseite, warf den Boden des Bierglases achtlos weg, zog sich die Hose hoch und ging. Die Zurückbleibenden saßen müde wie Rekonvaleszenten. Was war eigentlich geschehen? Ein Mann ohne Schlips und Kragen hatte Glas gekaut. Also man merkt spätestens hier, dass der Erzähler doch die Gesellschaft in seiner Schilderung ironisiert, indem er die einzelnen Reaktionen übertreibt. Also, dass ein Mann ohne Schlips und ohne Kragen Glas gekaut hatte, ist zutiefst ironisch. Allein durch die Übertreibung dessen, dass er von der Erwartung, von dieser einfachen kulturellen Erwartung an einen Anzug absticht. Übertrieben ist auch die Rekonvaleszenten. Also das bedeutet im Endeffekt, dass man sich körperlich erholt, nachdem man zum Beispiel krank war. Und hier ist es ja lediglich so, dass sie von einem, ja, sagen wir mal, Proletarier um Geld gebeten wurden. Und das führt eben schlussendlich zur Frage, was will Kästner eigentlich mit dieser Parabel aussagen? Wir können schon sagen, dass es keine Kurzgeschichte ist, da es sehr viele irreale Momente enthält. Der Mann, der Glas kaut, wird jetzt nicht irgendwie mit blutiger Zunge hier versehen, sondern er spuckt das Glas auch klar aus und ist eben so eine irreale, surreale Gestalt. Im Endeffekt zeigt Kästner hier den klassischen Klassenkampf, wie er bei Marx schon präfiguriert ist, dass eben das Proletariat hier einmal endlich in fiktiver Form sich sozusagen erfolgreich gegen die höhere Klasse auflehnt und man auch der höheren Klasse in ihrem, ja, man könnte sagen, in ihrem Seifenblasen-Märchenpalast nicht imstande ist, eine vernünftige Interaktion mit der niederen Klasse zu führen. Der soziale Habitus, wie Bourdieu sagen würde, ist hier auch eindeutig gekennzeichnet. Die wohltrabende Gesellschaft ist hier eben durch Kultur, Bildung, Geld und einen entsprechenden Habitus in der Kleidung und in der Sprache gekennzeichnet, wohingegen der Hafenarbeiter als Biertrinker per se schon als Proletarier gekennzeichnet ist und auch seine sonstige Erscheinung dem eben auch zuspricht. Die Parabel zeigt uns also den situativ geglückten Aufstand des Proletariats in einer ironisierenden Form in Bezug auf die wohlständige Gesellschaft, die damit aber in erster Linie kritisiert wird. Das zeigt, dass Kultur und Luxus in dem Maße, in dem diese Gesellschaft das lebt, degeneriert ist. Und wir eigentlich uns von unserem Menschsein und unserem Miteinander so entfremdet haben, durch die Art und Weise, wie Geld und soziale Zugehörigkeit zu einer bestimmten Schicht uns auch in unserem Alltag bestimmt. Das ist traurig, aber das hat Kästner hervorragend gestaltet.